Wie fandet ihr diese vier Wiener Linux-Wochen? Die Wochen sind interessant. Es gibt viel am Markt zu sehen. Und ich denke, Präsenz zeigen macht sich bezahlt. Und warum unterstützt DITEC jetzt so Open-Source-Projekte, speziell Linux? Nun, DITEC entwickelt eigene Produkte im Linux-Bereich. Wir sind mit in der Business Solutions im Dienstleistungssektor sehr stark aufgestellt. Und für DITEC hat die Open-Source-Community und Open-Source-Wege viel Zukunft. Okay, das heißt, Sie finden, also Linux ist für Linux sehr zukunftsinnovativ, also dass Sie jetzt da Projekte, eigene Projekte mit Linux machen und so weiter. Dass Sie wollen in diese Richtung ausbauen, oder? Ja, es gibt zwei Daseinsberechtigungen. Es gibt Microsoft und es gibt Open Source im Linux-Bereich. Nur das eine oder nur das andere ist nicht der richtige Weg. Ja. Beides zusammen in Kombination ist immer der perfekte Weg für den Kunden, weil wir plattformabhängig entscheiden können, wo wir hin uns bewegen. Okay, und haben Sie auch eigene, also schon Vorträge gehört hier, oder müssen Sie immer angefangen? Wir haben eigene Vorträge gehört und auch abgehalten. Okay, und war, konnte man, also wie waren die Besucher? Also waren viele Besucher da? So Vorträge waren sehr gut besucht, weil wir auch über sehr interessante, spannende, innovative Themen diskutiert und vorgetragen haben. Und das Feedback der Kunden, glaube ich, hat uns darin bestätigt. Okay, und über welche Themen zum Beispiel und welche Vorträge kommen noch? Die gehaltenen Vorträge waren über Business Intelligence und Open Source und DITEC allgemein. Okay, danke. Und wie lange bleiben Sie hier? Bis zum Ende der Veranstaltung. Ja, dann bedanke ich mich mal für das Interview. Danke auch.